Hallo und herzlich willkommen zu Photoshop. Wir gucken uns heute ein Produkt von Adobe an. Und zwar haben die eine Lite-Version vom Photoshop herausgebracht, herunterladbar als App für Android und iOS. Und ja, da werden wir uns mal ein kleines Battle liefern. Der Ben und ich. Ist der Ben denn schon da? Benjamin! Hallo, Hannes! Ja, ich bin schon da. Und ja, du hast schon gesagt, ein Battle wäre es ja nicht, wenn es nicht auch einen Verlierer geben würde. Heißt, wir haben ja unsere Profilbilder voneinander. Ich habe deins, Hannes, du hast meins. Und das versuchen wir nach bester Photoshop-Manier zu verschandeln. Später habt ihr dann als Zuschauer die Wahl, es gibt ein Voting. Ihr sagt entweder, der Hannes hat richtig gute Arbeit geleistet, ich will sehen, dass das Profilbild von Ben das neue auf unserer Webseite ist, auf der Rocket Beef Webseite, oder eben andersrum. Oder ihr sagt, der Ben war besser, würde ich vermuten. Hannes, wir gar keine Zeit verlieren. Müssen wir noch zur Arbeit, du bist auch noch zu Hause, oder nicht? Ganz genau. Und darum geht es ja. Wir schnappen uns unser Tablet oder unser Handy, starten die App und von hier bis zur Arbeit machen wir das Beste bzw. das Schlechteste draus. Also, bis dann. Ja, ab gleich. Es geht los. Ja, dann laden wir mal das Bild ganz easy hier rein. Bam, Aufnahmen. Und da ist auch der Ben. Ja, und damit darf ich mich erstmal befassen. Und naja, ich weiß nicht, was man hässlicher machen soll, aber it's a challenge. Ich bin 30, ich bin noch kein Turnbeutel mehr mit, ey. Schwunde, ey. Tschüss, Mutti, ich muss zur Arbeit. Hi, Mann. Hi, Leute. Ja, ist das geil. Ja. Ja, das war Hannes. Hannes ist ein Schmutzfink. Ja, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ganz praktisch. Kommt was zusammengehört. Ich wohne im absoluten Schmuddelbezirk von Hamburg. Und ich dachte, der Hannes, hier auf dem Bild, der sieht ja auch so ein bisschen schmuddelig auf. Guck mal, wie lassiv er das Hemd hier aufhat. Da kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Es gibt Klappmesser, es gibt Basies, es gibt Polizeistöcke und vor allem, das ist eigentlich das Geilste, ist von hinten, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, die Schrotflinten-Klobürste. Das ist vielleicht was für den Hintergrund, vielleicht sitzt der ja auch, aber ja, werden wir schauen, die Post macht das, kann ich noch nicht sagen, was daraus passiert. Mich packt erstmal das Hühnerchen, kaufen wir jetzt erstmal ein kleines Würstchen, ne? Bam, dafür wurde Photoshop gemacht. Mich würde auch nicht wundern, wenn Hannes auch einen Penis bei mir ins Bild baut, ist denkbar. So, machen wir noch ein schönes Foto. Zack. Ja, ein bisschen Schärfe. Zack. Ich habe hier auch einen kleinen Freund gefunden. Er könnte vielleicht Ben aus der Schulter aufwachsen. So, hier, du. Zack, fügen wir alles ein. Vielleicht ist der Hannes auch so ein kleiner Gewaltverbrecher. Ich meine, so glücklich kannst du auch nur mit dem Klappmesser sein, ne? Ich brauche dann noch eine Hand für, die das hält. So. Da war zu viel Milch im Kaffee. Warte, es juckt mich. Das tut. Oh nein, rückgängig. Nochmal rückgängig. Geht nämlich auch. Der kleine Benjamin auf seinem Fahrrad. Wir brauchen ein Hämmchen. Und Hütchen. Hämmchen. Benny. Klingeling. Ja, Kinder, ey, lasst euch das mal eine Lehre sein. Immer bei Grün über die Ampel gehen und nicht gleichzeitig Photoshop and Walk. Also immer Augen auf trotzdem, sonst bist du tot. Ja, muss ich und Wurst essen. Oh, ich bin Hannes. Ich mag es blutig und günstig. Ja, der Benjamin ist ja auch so ein bisschen so ein Ängstlicher. Wollen wir ihn mal ein bisschen Angst und Schrecken versetzen, ne? Gruselig! Yo, Ben, du alles kleines Bikerwürstchen. Wie läuft's denn bei dir so? Viel besser als bei dir, du Ferkel. Also, ich hab meinen Spaß. Und, das ist Spaß.
Mir fehlen noch ein, zwei Fotos, aber ich bin auf jeden Fall gut am Start und es bringt auf jeden Fall Laune, ey, kann ich sagen. Ja, ne? Macht Fun, ey. Leute, verunstalten, dich verunstalten. Ja, Ben, weißt du was? Ich mach jetzt weiter, hau mal ab hier. Ich habe gedacht, für so einen Motorradrocker, der Johannes nun mal ist, ein fröhlicher Motorradrocker, würde eigentlich ein Tattoo ganz gut passen, vielleicht am Hals. Und da haben wir eine Ausschau gehalten nach Motiven und wir haben da oben einen ganz passenden Clown eigentlich gefunden. Johannes ist ja auch mal so ein lustiger, ist ja auch so ein neckischer Clown. Aber Hauptsache, du hast dein Fahrradhelm richtig auf, ne? Jawohl, Herr Hannes. We are ugly. Damit kann man überall arbeiten, ey! Der liebe Benjamin, der hat ja nun seinen Fahrradhelm for Protection, liebe Kinder, auch ihr. Und dann muss der natürlich auch auf dem Spielplatz sein, natürlich. Hui, der Benjamin. Hui! Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel. Wir haben eine Messerstecherei, wir haben ein cooles Hals-Tattoo, wir haben eine Handschellenbrille. Mich fehlt noch ein bisschen Hintergrund. Ich glaube, da gab es noch keine Person, die da traurig rausgegangen ist. Ich meine, das ist auch ein geiles Detail für die Ecke, ne? Ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin Benjamin und esse zwar kein Fleisch, aber ab und zu eine Wurst im Mund, das finde ich richtig nice. Ah, das sieht dann nach einem richtig ekligen Fleck aus, oder? So. Hier ist der Fleck, den wir gerade aufgenommen haben. Cola, alte Brötchentüte. Drauf multipliziert aufs Hemd, sieht so aus. So, 5 Ebenen und die Heinrichstraße sind erreicht. Wir sind gleich auf der Arbeit, da werden wir noch ein bisschen Feintuning machen und mal hoffen, dass der Ben auch gleich kommt. Ne, bis heute! Oh, Herr Kersting! Herr Wurstmann, Herr Benjamin! Wurstmann, ja? Aber zeig mal. Nee, kann okay. Ich, ist noch nicht drauf, aber geile Partyscheiße gehabt zu haben. Und ich meine halt, ey, es ist mein Sexualleben und ich finde nicht, dass Grapefruits nur zum Essen da sind. Na. Ach, hallo! Seid ihr ja schon wieder? Ja, endlich an der Arbeit, auf der Arbeit angekommen. Wir haben einen erfolgreichen Arbeitsweg, den ich von dir gehört habe, wo ich von mir sagen kann, hinter uns. Und nun geht's ans Finalisieren. Wir beide werden hier getrennt voneinander noch ein bisschen weiterarbeiten. Und dann schauen wir mal, was der jeweils andere für ein Monster erschaffen hat. Hast du das Gefühl, du bist schon fertig oder so? Oder wie weit bist du mit dem Ding? Naja, ich würde sagen, es hat so viele Tools und so viele Möglichkeiten, könnte ich noch Stunden dran sitzen. Also müssen wir uns eigentlich fast schon... Halbe Stunde. Okay. Ja, ich würde sagen... Go! Wir haben es geschafft. Aufzustehen, ne? ja, nach vieler lustiger, spaßiger Arbeit bin ich zu einem Finale gekommen. Und du? Ich auch, ja. Ich bin sehr zufrieden. Bist du zufrieden? Ich denke mal schon. Aber ich bin auch gespannt, was du gezaubert hast. Ja, das kann alles sein. Ich bin wirklich gespannt. Aber es bin schon an. Du musst nur noch mal entsperren. Warte. Alter, okay. Ich hoffe, das ist Zen. Ja, wurde ich in Japan oder was? Das hier ist sehr realistisch. Das hier ist auf jeden Fall eher die Instagram-Version von dem, was ich gemacht habe. Du hast aber auch einen Filter drüber gelegt. Vielleicht eine Vergangenheit oder so. Ja, aber das hier natürlich auch. Also, weil die Zähne habe ich noch. Hast du eine Wurst fotografiert oder was? Ich nasche halt gerne an der Fleischwaage. Ja, ich sollte mich in der nächsten Woche nirgendwo bewerben oder sowas. Also, ihr habt es gehört. Wir suchen ein neues Webseitenprofilbild für einen der beiden Boys. Wenn ihr gerade im Chat rumhängt, habt ihr die Wahl. Wenn ihr wollt, dass Hannes in der kommenden Woche der ungeschickte Rohrreiniger ist, dann schreibt ihr jetzt Ausrufezeichen Vote Hannes in den Chat. Wenn ihr hingegen denkt, dass Ben eine Woche lang das wurstnaschende Biker-Kid sein soll, dann schreibt ihr Ausrufezeichen Vote Ben. Und macht das am besten möglichst schnell, denn nach der Werbung lösen wir das Voting schon auf. Also tipp, tipp und bis gleich. Bussi. Hey, da sind wir wieder und ihr habt fleißig gevotet und das Ergebnis war, vote Hannes.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Nein, ich freue mich natürlich für dich, dass deine Arbeit einfach gewürdigt wird. Der unglückliche Fäkalarbeiter, der steht hier. Ja, Japano stinkt ab gegen Realismus, purem Realismus. Mhm. Vielleicht mache ich es trotzdem bei Facebook rein, einfach nur, weil ich es wunderschön finde. Es wäre auch gar keine Strafe gewesen. Guckt euch das an. Das ist auch keine Strafe. Vielen Dank euch. Und jetzt reden wir noch mal ein bisschen über die beiden Apps. Und wann tun wir das? Jetzt! Puh, da sind wir schon beim Fazit. Fazit! So, wir haben einen Tag hinter uns, an dem wir sehr viel Spaß hatten. Sehr kreativ waren. Gespenst. Und zwei neue Programme in Anführungsstrichen benutzt haben. Also Programme, mit denen wir seit Jahren arbeiten, in geschmälerter Handversion. Uns ist dann auch aufgefallen, dies oder jenes fehlt, beziehungsweise der Arbeitsschritt würde es so viel einfacher machen, wie zum Beispiel die 5 Ebenen in Photoshop Mix, die du dann aber ja doch wieder zusammenfügen kannst, um dann wieder 5 als Maximum, was natürlich ein Arbeitsschritt ist, der nachvollziehbar ist, aber sage ich mal, in der vollen Version von Photoshop nicht nötig ist. Und das funktioniert eigentlich ziemlich cool. Ich finde dieses Drehen, Platzieren und sowas ist tatsächlich eigentlich sogar geiler, als jetzt zum Beispiel mit der Maus das zu machen. Ja, das ist sehr intuitiv. Intuitiv. Du siehst sofort, was du veränderst und so. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft ein Riesending sein wird. Also das Tablet, sehr gut, aber mit dem Handy, was jetzt eine normale Größe hat, nicht die großen, ist es dann schon friemeliger. Ist super. Wir hatten es ja sogar ausprobiert. Wir haben halt iPhone 6 hier, was ja auch schon größer ist als zum Beispiel iPhone 4. Stell dir mal vor, wie so ein iPhone 4 oder 5 wäre. Das ist ja noch weniger Platz. Und auf dem 6er ist es schon einfach, wir haben ja auch Wursthände so. Ich meine, vielleicht ist das bei zierlichen Damen was anderes. Mit den Pranken kann man auf dem iPhone 6 nicht so geil rumphotoshoppen. Ja, vor allen Dingen die Daten dann in der Cloud. Das ist ja alles dann verbunden. Stimmt, ja. Wir könnten damit ja jetzt auch weiterarbeiten am Rechner mit den Dateien, die wir jetzt erstellt haben. Und vor allen Dingen diese ganze, wird ja ein riesiges ineinander verwobenes Netzwerk, was sich da Adobe sozusagen aufbaut. Verschiedene Programme, die du einfach miteinander verbindest. Und es gibt wenn du schon viel mehr von denen. Wenn du unterwegs bist, kannst du ein Foto machen, kannst da den Farbcode raussuchen, dann kannst du mal eben unterwegs was freistellen, um es dann später weiter zu bearbeiten. Das ist einfach irgendwo die Zukunft. Und um zu Fix nochmal was zu sagen, das ist natürlich eher die spaßige Variante. Also sich Porträts schnappen, das haben wir ja letztendlich dann am Ende nochmal verbunden und alles. Das ist weniger collagenmäßig, sondern ist schon witzig, erkennt Augen, das ist Gesicht, geil, lässt es lächeln. Ja, ja. Also das ist, du kannst ja auch Haare färben. Es ist ein sehr schnelles Tool, womit man auch ohne Vorkenntnisse noch fixer arbeiten kann und zu einem witzigen oder sogar, ey, ich will mir die Haare umfärben oder wie würde ich eigentlich aussehen, wenn ich nach der OP aussehe mit der Nase. Und das ist witzig und man kann schon Sachen machen, aber es geht jetzt nicht so in die Tiefe wie Photoshop Mix. Also was wirklich geil ist, die Gesichtserkennung, dass man wirklich als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, man lädt sein Bild rein, Gesicht wird erkannt und du hast verschiedene Knöpfe, drückst auf deine Nase und hast Schieberegler für Breite, Länge der Nase, ohne dass man quasi eigentlich irgendwie auch nur ein Bildbearbeitungsprogramm eigentlich bedient. So, das ist schon cool. So, Ben, das hat Spaß gemacht. War ein funny Tag für uns auf jeden Fall. Ja. Tolle Ergebnisse. Da kann man nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Das war Photoshopped. Das war's aber nicht ganz. Es gibt noch was zu gewinnen. Und zwar habt ihr die Chance auf ein Jahresabo für die Adobe Creative Cloud. 3-mal gibt es die und alles, was ihr dafür tun müsst, ist selber Hand anlegen. Also an die Photoshop-Apps. Hannes und Ben haben ja noch reichlich Kollegen, die auch ein kleines Makeover gebrauchen könnten. Ladet euch also die Photoshop-Apps auf euer Handy oder Tablet, sucht euch eure Bohne von der Rocket Beans-Seite aus und tut euer Schlimmstes. Die Bilder postet ihr dann auf unsere Facebook-Seite. Viel Spaß!